Ja, du, ich habe einen schlimmen Autounfall. Hörst du? Bei der Polizei, ich habe einen schlimmen Autounfall verursacht. Die Frau ist tot und ich habe Schuld dran. So oder so ähnlich klingt es, wenn eine scheinbar panische Person am Telefon vorgaukelt, die Tochter zu sein und soeben mit dem Auto jemanden totgefahren zu haben. Dann bettelt die verstellte Stimme um Geld für eine Kaution. Diese neue Betrugsmasche nennt sich Schockanruf. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Es trifft wie beim Enkeltrick eher ältere Menschen, die der neuen Betrugsmasche Schockanruf zum Opfer fallen. Die Verbrecherclans suchen gezielt nach ihnen. Mein Kollege Henrik Neumann hat die Spur der Betrüger aufgenommen und einige von ihnen in Polen vor laufender Kamera interviewt. Dazu möchte ich dich heute einvernehmen. Willkommen im Verhör. Danke für die Einladung. Bevor wir die polnische Spur jetzt aufnehmen, bitte erklär mir doch erstmal, wie funktioniert so ein Schockanruf und wieso heißt der überhaupt so? Ja, der Schockanruf ist im Grunde die Weiterentwicklung des klassischen Enkeltricks. Ich glaube, da berichten wir schon seit 10 Jahren drüber. Da geht es darum, dass Leute bei Rentnern anrufen, vorgeben, Angehörige zu sein und wirklich Unsummen an Geld ergaunern am Telefon. Der Schockanruf ist insofern eine Weiterentwicklung, dass er deutlich brutaler ist, wie das Vorgehen der Täter ist und sie deutlich skrupelloser sind. Wir können ja einfach mal klassisch, wir gehen einfach mal sofort rein. Stell dir vor, du bist Freitagnachmittag, 17.30 Uhr, du bist zu Hause, plötzlich schellt das Telefon, du gehst ran, eine weinerliche Stimme, Mama, Mama, ich bin bei der Polizei, ich habe Scheiße gebaut, ich habe jemanden totgefahren. Ich denke, ich würde die Stimme meines eigenen Kindes erkennen. Ja, es ist so, dass wenn du diese Sachen hörst, die sind oft sehr weinerlich unterdrückt und es wird dir auch gar nicht viel Chance gelassen. Sobald du nachfragen willst, ist es oft so, dass das Telefon an eine zweite Person weitergegeben wird, das ist dann ein Polizist oder aber ein Staatsanwalt, der dann sofort sagt, Wir übernehmen jetzt das Gespräch. Ihre Tochter kann gerade nicht mehr sprechen. Wir müssen Ihnen mitteilen, Ihre Tochter hat heute beim Abbiegen Verkehrsunfall jemand totgefahren. Meistens war die Frau, die da totgefahren wurde, schwanger oder die hat noch ein Kind an der Hand gehabt. Mhm. Und deine Tochter Christina, die ist jetzt bei uns hier in Gewahrsam. Normalerweise würde die auch hier bleiben in U-Haft, aber der geht so schlecht. Wir haben mit dem Haftrichter gesprochen. Es gibt eine Chance, Kaution. Und sind Sie jetzt bereit, diese Kaution zu bezahlen? Und die wird natürlich dann auch suggeriert sofort, dass die Kaution du ja wieder kriegst. Kaution kriegt man wieder, wenn der Prozess beginnt, also das Geld ist nicht weg. Und gleichzeitig ist es auch so, dass der Polizist oder der Staatsanwalt, der da am Telefon ist, der versetzt dich in so eine Goodwill-Situation. Er ist jetzt auf deiner Seite, dass wir es gemeinsam hinkriegen, dass deine Tochter heute Abend wieder bei dir auf der Couch sitzt. Freundin von mir, sie hat einen großen Unfall verursacht. Also sie hat mir ihr Auto angefahren, ist ein Tote dabei, ist jetzt völlig kaputt. Sie wird jetzt vom Seelsorger gesorgt. Die weint die ganze Zeit. Das ist in Friedrichshafen passiert. Ja, und zwar die Staatsanwaltschaft hat jetzt eine Haftbefehl erlassen. Der Richter war dagegen, jetzt hat der Richter einen Antrag auf eine Kaution eingelegt. Und du bist natürlich in dem Moment so geschockt und so gefangen, in diesem Trauma, deine Tochter hat jemanden getötet, was bedeutet das für ihr Leben, was bedeutet das auch für ihre Psyche? Und jetzt gleichzeitig kannst du ja noch nicht mal mit der sprechen, der Amtsarzt ist jetzt da, weil sie zusammengebrochen ist. Dass du natürlich alles dafür tun wirst, diese Kaution irgendwie zusammenzukriegen. Du wirst dem Polizisten nicht sagen, hören Sie mal, was erzählen Sie da eigentlich für einen Quatsch? Weil du hast ja Angst, ey, deine Tochter ist da. Klassisch ist es aber natürlich so, dass der Enkeltrick immer so funktioniert, dass deutschsprachige Anrufer aus Polen meistens sind, die im Szenejargon Keiler genannt, hier in Deutschland anrufen. Und Keiler macht was genau? Der ruft hier an und der versucht, Rentner zu finden, ausfindig zu machen, die er eben mit so einer Betrügermasche einlullen kann. Oft ist es dann so, dass der Keiler den ersten Schritt macht, dann übernimmt oft ein Logistiker. Gleichzeitig ist es auch so, dass der Logistiker schon, wenn man merkt, okay,
da ist Anbahnung eines Erfolges, ruft der Logistiker schon Abholer, die hier in Deutschland wiederum in der Nähe des Opfers sind, schon an und guckt schon, dass der logistisch hinbekommt, wie kann man jetzt relativ schnell innerhalb von wenigen Stunden jemand zu dem Opfer bringen, dass da das Geld abgeholt wird. Das ist sozusagen die klassische Methode. Jemand aus Polen ruft an, lullt dich ein, hält dich über Stunden am Telefon. Da geht es nicht um die Panik, sondern einfach darum, jemanden zu hypnotisieren sozusagen. Ja, hypnotisieren. Also es ist natürlich eine Sphäre, in die die da reingehen, die klassisch im Enkeltrick so funktioniert hat. Ein Ermittler hat das mal, glaube ich, zu mir gesagt. Die gehen klassisch an Rentner, die so ganz kurz vor der Demenz stehen oder aber gerade in die Demenz gerutscht sind, es aber selber noch nicht gemerkt haben. Das ist so das perfekte Opfer. Und die rufen die mit dem klassischen Trick, noch nicht dem Schockanruf, sondern dem Vorgänger, dem Enkeltrick an und rufen dann an und sagen, hallo Oma, die rufen jetzt, sagen wir mal, Lieschen Müller in Wanne-Eickel an und sagen, hallo Oma, ich bin's. Und Lieschen Müller sagt dann natürlich, ach Henrik, du bist es. Da haben sie sozusagen schon die erste Information, ja, ich bin Henrik. Und so schaffen die es über Stunden, die Leute dann wirklich am Telefon gehalten werden, den ja, durch geschickte Fragen zu verkaufen, dass sie wirklich die Person sind, von dem die, der Anrufer oder das Opfer jetzt wirklich denkt, dass es das sei. Da hat es damals mit dem klassischen Enkeltrick eigentlich so funktioniert, dass die immer gesagt haben, sie würden eine Immobilie zum Beispiel kaufen, die ganz nah in der Nähe von Omi ist, damit Omi nicht mehr so alleine ist und ich ziehe jetzt zu dir, aber ich brauche halt jetzt für den Notar 30.000 Euro. Und das hat ganz gut geklappt, muss man aber sagen, hatte natürlich dann irgendwann, auch weil wir darüber berichtet haben, einen großen Bekanntheitsgrad und natürlich auch war es so, dass der Hebel nicht, ja, sagen wir aus Verbrechersicht, der Hebel nicht groß genug war. Das ist bei dem Schockanruf anders. Mhm. Da wirst du sofort, weil dein Kind, es geht um dein Kind, das gerade sein Leben versaut hat, da wirst du sofort eingepackt, da bist du in einer Schocksituation und du kannst gar nicht mehr links und rechts gucken und dir wird gar nicht mehr, wie es dann oft an diesen Betrügereien ja ist, dir wird gar nicht mehr die Chance gelassen, überhaupt mal eine Minute nachzudenken oder deine Tochter mal anzurufen oder so. Du wirst stundenlang am Telefon gehalten, teilweise rufen Logistiker, wie wir gerade schon gesagt haben, zwei, drei andere Leute dich immer wieder an, um diese Geschichte zu hinterfüttern. Also dann sagt der Polizist, gleich ruft der Staatsanwalt an, ruft plötzlich der Staatsanwalt an, der natürlich auch weiß, dass deine Tochter weg ist. Und so bekommst du wirklich das Gefühl, dass da deiner Tochter da was ganz Schlimmes passiert ist und du jetzt handeln musst. Hm. Ist ja eigentlich eine geniale Erfindung, diese Anrufe. Ne? Woher kommt das eigentlich? Eigentlich ist es so, wenn man mal da ganz genau drauf schaut, dass der Ursprung des Enkeltricks seinen Ursprung in Hamburg hat. Das war damals Arkadius Lakatosch. Wir haben ja hier eine schöne Wand wieder aufgebaut. Da will ich Ihnen mal zeigen, es ist hier das Foto von Arkadius Lakatosch, da ist er noch relativ jung, ne? Man sieht ihn ein bisschen korpulent, unrasiert. Das war, glaube ich, eins von den Fotos, wo die Polizei ihn das erste Mal erwischt hatte. Und Arkadius Lakatosch gilt gemeinhin als mit der Erfinder, wird in Szenekreisen Hoss genannt. Früher war der viel, zumindest hieß es immer, dass er mit Teppichbetrug im Zusammenhang steht. Und irgendwann ist dem offensichtlich aufgegangen, dass man ja gutgläubige Rentner relativ einfach am Telefon betrügen kann. Und der hat mit zwei Komplizen das damals in Hamburg erfunden und ist damit unglaublich reich geworden. Und ich meine wirklich unglaublich reich. Was heißt das? Wir reden hier von, über die Jahre wahrscheinlich von Millionen. Wir haben viele Videos von Feiern, die ausgetragen haben, Riesenanwesen gemietet, Champagner ohne Ende, Kaviar. Bei einer Hochzeitfeier hatten sie ein Kamerateam dabei, die einen Hubschrauber gemietet haben, dass man auch das Anwesen von oben sieht. Da wird Ferrari gefahren, da werden Goldketten, Brillanten. Ein Insider hat uns mal erzählt, dass die teilweise 25.000, 30.000 im Casino in einer Nacht verspielt haben, weil das Geld kommt so schnell rein, dass du es gar nicht ausgeben kannst. Was man aber auch sagen muss, ist, dass Lakatosch eben das Oberhaupt einer Großfamilie ist, eines Roma-Clans mit vor allen Dingen Sitz in Polen, aber auch mit Familienmitgliedern über die ganze Welt verteilt. Da sind natürlich nicht alle irgendwie Betrüger, aber man muss schon sagen, zumindest das, was die Ermittler recherchieren konnten, das, was wir auch in unseren Recherchen sehen, da ist schon ein Großteil von mit unterwegs und hilft eben bei diesen Betrügereien. Und der Hintergrund, warum die auch auf der ganzen Welt sind, ist, dass du natürlich irgendwie die Chefs in Polen sitzen hast und überall, wo du anrufst, vor Ort ja Abholer brauchst. Und das sind so gut wie immer auch Clan-Mitglieder. Die auch die Sprache sprechen, die Dialekte vielleicht sogar beherrschen. Absolut. Absolut. Und vor allen Dingen, was bei denen ganz wichtig ist und was die zu zum Beispiel arabischen Großfamilien oder Clans unterscheidet, das sind
so gut wie immer Familienmitglieder. Also da gibt es immer irgendeine familiäre Struktur, da kommt keiner von außen rein. Und das machen die natürlich, damit eben keine verdeckten Ermittler da reinkommen, damit keine Journalisten da reinkommen, damit keiner auspackt. Das muss alles in der Familie bleiben. Ihr habt über die Jahre habt ihr immer mal wieder die Clan-Mitglieder vor der Kamera gehabt, also von der Familie. Wie geben die sich denn so? Geben die überhaupt Auskunft? Besonders die weiblichen Mitglieder der Familie, ja, die sorgen immer für surreale Szenen. Natürlich sind wir oft nach Polen gefahren, haben die dort besucht, aber vor allen Dingen bei Gerichtsprozessen kommen die natürlich alle. Also gerade als Hoss das erste Mal geschnappt wurde, dazu muss man bei Hoss auch noch sagen, dass der natürlich, der lebt auch dieses Leben von einem Clan-Boss. Also ich glaube, es gab eine Verhaftung, wo sie ihn hochnehmen wollten. Da war er in seinem Apartment und unten ist die Ramme der polnischen Sondereinheit in die Tür gegangen und Hoss ist wie Pablo Escobar über die Dächer geflüchtet und war dann wieder weg. Als sie ihn dann ja dingfest gemacht haben vor Gericht, kamen dann auch die Familienmitglieder, vor allen Dingen eben die Frau und seine Schwester, seine Frau, Nichten und die, ja, die werfen mit Eiern, die spucken, die schreien rum, die kreischen. Was wollen Sie? Gehen Sie weg! 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 Du bist der Schönste auf der ganzen Welt und die Schlimmste. Arschloch! Spiegel TV, was sagen Sie denn heute zum Prozess gegen Ihren Mann? Sagen Sie immer noch, dass er unschuldig ist? Und das ist so eine Szene, wo du natürlich auch als Reporter da stehst und denkst, was passiert hier gerade? Aber die kennen uns natürlich auch ganz gut, weil wir eben so lange da schon dran sind. Und das klingt natürlich jetzt im ersten Moment lustig, aber das ist natürlich auch unangenehm, wenn du da bespuckt wirst und so und eigentlich deinen Job da machen willst. Aber man darf das auch nicht alles zu ernst nehmen. Die sind auch alle geborene Schauspieler. Genauso wie Hoss, der jedes Mal irgendwie gerade kann er noch über die Dächer fliehen. Und vor Gericht sitzt er dann und sagt, er hat Herzprobleme, er sei nicht verhandlungsfähig. Hoss, guten Morgen, Spiegel TV. Warum sind Sie geflohen? Ich bin nicht geflohen, ich bin krank. Wo haben Sie sich die ganze Zeit versteckt? Ich war krank. Ich dachte, Sie wären unschuldig. Was meinen Sie doch das letzte Mal? Ich bin auch unschuldig. Ich habe Herzprobleme. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Sie haben vor allen Dingen immer ganz schön viele Ausreden, oder? Ja, der hat vor Gericht gewirkt wie ein Greis. Sie haben, glaube ich, gesagt, dass er auf Bewährung erstmal raus kann. Er ist dann einmal mehr und es gibt ein paar Episoden, wo er dann immer mal wieder fliehen konnte. Das letzte Mal, als sie ihn dann gefasst haben, da haben sie ihn in einem, da war er wieder mal weg und sie haben ihn in einem Apartmentkomplex ausfindig machen können. Beziehungsweise die polnischen Ermittler haben den Tipp bekommen, dass er wahrscheinlich in einem Apartmentkomplex wohnen würde. Und daraufhin haben sie dann angefangen, dieses Apartment zu überwachen, diesen Komplex zu überwachen, haben sie Aufnahmen von Kameras angeguckt und ausgewertet. Und sie haben Hoss nicht gefunden. Sie wussten nicht, wo ist er, er soll hier wohnen, vielleicht ein falscher Tipp. Und irgendeiner der Ermittler, den ist dann mal aufgefallen, dass da immer Bauarbeiter raus und reingehen, die offensichtlich da auf Montage irgendwie wohnen. Ne? Und dann haben sie sich das angeguckt und dann meinte einer der Ermittler plötzlich, ja, hör mal, die haben ja Werkzeugkoffer dabei und die sehen so leicht aus, die tragen. Da müssen wir da nicht nochmal genau hingucken. Und dann haben sie eben genau hingeguckt und einer dieser Bauarbeiter, der hat einen ganz komischen Gang gehabt. Und den hat der Ermittler dann an Hoss erinnert. Beim Auswerten der Bilder vom 13. März bemerkten wir, dass hier zwei Personen auftauchten. Eine von ihnen hatte eine besondere Art zu gehen. Es geht um das linke Bein. Außerdem waren sie als Bauarbeiter verkleidet. Beide aber sehr sauber und die Werkzeugkiste schien leer zu sein. Wir hatten dann den Verdacht, dass es unser Gesuchter sein könnte. Um uns abzusichern, guckten wir uns Bilder aus dem Februar an und sahen, dass er das linke Bein damals genauso bewegt hat. Und dann sind sie da rein und haben dann festgestellt, okay, das ist wirklich dieser große Clan-Boss, der jetzt hier, ja, wie eben bei vielen Clan-Bossen, die dann irgendwann geschnappt werden, zurückgezogen, fast verlottert. Wir sehen es hier auf dem Foto. Ja, deutlich zugenommen, Rauschebart, Haare verloren. Er sieht nicht mehr frisch aus. Und so haben sie ihn dann festgenommen. Er hat dann das echt war seine Tarnung, das ist ja wie im Film. Ne? Wie gesagt, das ist wirklich, das erinnert oft schon sehr an Mafia, an
ja, sizilianische Mafia, aber auch an mexikanische Kartelle, wo die großen Bosse dann, die dann irgendwann nur noch auf der Flucht sind und dann auch kein schönes Leben mehr haben und die Millionen dann denen auch nicht mehr weiterhelfen. Wie ist das denn, wenn so ein Clanboss quasi bekannt wird? Ist er denn hinterher verbrannt? Kann er weiter seine Geschäfte so betreiben? Es ist so, dass sobald die sehr in den Fokus kommen und spätestens, wenn sie verurteilt sind, sie auch für den Clan intern als Boss Geschichte sind. Dann sagen auch alle Ermittler, sobald die einmal in Haft waren, können die nicht mehr die Geschäfte leiten, weil es natürlich auch klar ist, da kommen so viele nach, da geht es um viel Kohle, wie bei der Mafia, da will immer der Nächste nach oben drücken. Und für die Fälle, wenn es so weit denn kommt und wenn sich so eine Verhaftung anbahnt, wissen die das natürlich auch und bereiten sich vor. Im Fall von Hoss zum Beispiel war es relativ früh klar, dass der seine Macht irgendwann abgeben wird. Und dass der Nachfolger sozusagen, den er dann ausgewählt hat, das war sein Sohn, das war Lolli, das war Marcin Kolumpar. Wir haben hier ein Foto von ihm, da trägt er ein Smoking, ne, mit Fliege. Er macht da wahrscheinlich vor einem Spiegel. Das ist ein Selfie, ne? Vor dem Spiegel wahrscheinlich fotografiert. Er hat noch eine Zigarette im Mund, aber man sieht natürlich auch die dicke Uhr. Der Mann, ne, sieht aus wie einer, der Schneid hat. Und Insider sagen auch bis heute, Lolli, das war ein Typ, der Sohn von Hoss, das war... Ja, ein Vorbild für alle. Das war der größte Keiler. Wir haben mal mit jemandem gesprochen, Ricardo Quieg heißt der für die gearbeitet hat, der aus dem Clan ausgestiegen ist. Er hat dann von den Clan-Oberhäupten sogar das Okay gekriegt. Sein Stil war legendär, seine Art, wie er gelebt hat und so weiter, das war legendär. Jeder hat ihn bewundert, wie er lebt, wie er feiern tut, wie er sich anzieht, alle Frauen haben den geliebt. Jeder war eifersüchtig. Jeder wollte sein wie Lolli. Er hat gesagt, Lolli, das ist der größte Keiler, den es je gab. Und wie der sich gegeben hat. So fast schon eine James-Bond-artige Figur. Tolle Hast Anzüge. Du ihn mal gehört beim Keilen? Ja, wir haben ihn mal gehört. Wir haben Aufnahmen von einem, ich glaube sogar geklappten Anruf bei einer Rentnerin. Und die Stimme ist erst sehr einfühlsam. Mhm. Lolli macht erst, der lullt dich richtig ein und der zeigt dir, also er baut richtig gut Vertrauen auf. Und am Ende des Gesprächs, wenn es dann um Geld geht, dann wird der massiv aggressiv, dann wird der fordernd, dann fallen Sätze wie, du hast mir das Geld versprochen und du gibst mir das jetzt. Schatz, ich bitte dich, das musst du versuchen, ich bitte dich, tu mir den Gefallen, sonst verlieren wir alles, verstehst du, das möchte ich nicht. Wir wollen einfach nicht ein größeres Problem noch haben, als wir jetzt momentan, ja. Ich möchte einfach, dass wir nur so schnell wie möglich das Restgeld einzahlen, die Sache abzuschließen, ja. Und ich möchte einfach dein Geld so schnell wie möglich zurückzahlen, ja. Dann der erhöht innerhalb von so einem Gespräch den Druck immens. Und deshalb war der auch so erfolgreich, glaube ich, weil er die Leute erst sehr, sehr nah und persönlich an sich herangekriegt hat und am Schluss umswitchen konnte und unglaublichen Druck aufbauen konnte. Und diesen Lifestyle hat er gepflegt. Ne? Immer teure Autos, immer teure Anzüge, immer dicke Uhren. Und alle wollten so sein wie Lolli. Ist das denn sowas wie ein Lernberuf? Also dass der Vater das an den Sohn weitergibt? Ja, naja, also es ist schon so, dass natürlich Hoss relativ früh seine ganze Familie mit da reingeholt hat. Das hat natürlich logistische Gründe. Eben zum einen, dass die so wirklich nicht nur europaweit, sondern wirklich weltweit, oft in polnischen Communities Familienmitglieder angeheiratet oder auch wirklich geborene Familienmitglieder haben. Das hat den Hintergrund, dass sie zum einen natürlich immer nah am Opfer sein müssen, aber dass die Abholer dann natürlich auch die Sprache können, den Dialekt können und den Slang auch können. Und von da an ist es natürlich schon eine Art und Weise von Lernberuf. Also man merkt es auch in den Überwachungsaufnahmen der Telefone, die wir uns so anhören konnten, dass zum Beispiel die Logistiker und die Keiler, eben die Leute, die in der Hierarchie des Clans sehr weit oben sind, den Abholern, die in der Hierarchie ganz unten sind und die dann später auf das Opfer treffen, ganz klare Anweisungen geben, wie sie heißen. Was sie sagen sollen, wie sie sich geben sollen. Und da merkst du schon ein großes Gefälle. Und Ricardo Quieg, der Insider, hat uns auch erzählt, dass wenn du gut bist in diesem Keilen, wenn du gut bist, sich in Leute reinzuversetzen, dass du da halt Karrieren machen kannst und nach oben gehen kannst. Wenn die gut sind, wenn die gut organisiert sind, wie die Leute, wo ich kenne, wo ich bei denen dabei war,
zwischen 70.000, 80.000 Euro am Tag. Was senden die eigentlich für Nummern mit? Die machen es schon sehr geschickt. Die, so ganz genau, welches Programm sie nutzen, will ich jetzt natürlich hier auch nicht sagen. Aber es ist schon so, dass sie immer ihre Telefonnummer aus Polen oder von wo immer sie auch anrufen, verschlüsseln und die jeweilige Vorwahl der Stadt, in der sie sich in der Legende befinden, nutzen. Das heißt, der Staatsanwalt ruft wirklich vom Amtsgericht aus an, zum Beispiel. Genau, also die würden jetzt nicht hier jemanden in Hamburg mit einer Berliner Vorwahl anrufen. Das wird denen nicht passieren. Okay. Es hat aber natürlich dieses Programm, es gibt ja online ganz viel, dass man seine Nummern verschlüsseln kann, hat natürlich den Nachteil, dass wenn die Telefonate unterbrechen, was relativ oft passiert, derjenige, der dort als Opfer angerufen wurde, nicht zurückrufen kann. Mhm. Das werden wir in einer späteren Folge nochmal, da wird das nochmal eine Rolle spielen. Das kann zum Verhängnis werden. Das kann den Tätern zum Verhängnis werden und zum Glück für die Opfer werden, weil dann immer kein Anschluss unter dieser Nummer ist. Kommen wir nochmal zurück zu Lolly. Hat es den denn irgendwann auch erwischt? Ah ja, Lolly hat es auch erwischt, ja. Lolly hat es, ich glaube, es war 2016, hat es Lolly erwischt. Lolly wurde auch, ich glaube, mit 3 europäischen Haftbefehlen gesucht und er war relativ lange in Polen untergetaucht. Und in Polen ist es immer so, dass ein europäischer Haftbefehl für einen polnischen Staatsbürger, da kommen wir auch später nochmal drauf, ja, relativ wenig Sinn macht, wenn es eine Staatsverfolgungsbehörde aus einem anderen Land ist. Weil sozusagen derjenige mit einem Pole, der in Polen sitzt, aber eine Straftat im Ausland begeht, nicht ausgeliefert werden kann. Du kannst als Deutscher auch nicht ausgeliefert werden, wenn du irgendwie von hier eine Straftat in der Türkei begehst. Und von da an war es so, dass man Lolly relativ lange gesucht hat, ihm aber nicht Herr werden konnte. Und dann haben die Ermittler 2016 einen Tipp bekommen, dass er in Budapest untergetaucht sein soll. Also außerhalb von Polen. Und diese Chance haben die dann genutzt und haben schnell einen europäischen Haftbefehl durchgesetzt. Und die Ungarn haben ihn dann auch festgenommen. Und es war dann so, dass wenn ein Täter in einem fremden Land, in einem europäischen Land sozusagen festgenommen wird, das nicht sein eigenes ist und es einen europäischen Haftbefehl gibt, dann muss die Behörde, die diesen europäischen Haftbefehl ausgestellt hat, ich glaube, binnen 2 Tage hinkommen und ihn in das Land holen, wo der europäische Haftbefehl ausgestellt wurde. Und das haben die gemacht. Und dann kam es eben zu, dass die Lolly im 2016 in einem Luxus-Apartment-Komplex festgenommen haben, in Budapest in den Knast gesetzt haben und die Hamburger Ermittler, Zielverhandler nach Budapest geflogen sind, um dann Lolly eben wiederzuholen. Und es war damals eine Eurowings-Maschine, ich glaube 7783. Warum? Der Hintergrund, warum mir das so klar war, warum ich genau weiß, dass es Eurowings war, war, weil wir natürlich auch den Tipp bekommen haben, dass die Ermittler jetzt Lolly festgenommen haben. Und als wir dann natürlich gehört haben, der wird jetzt irgendwie nach Deutschland kommen, haben wir gedacht, okay, wenn die dem hier den Prozess machen, wir berichten so lange über den, das ist eine Chance, die wir nicht verstreichen lassen können. Und dann bin ich hingeflogen und dann stand ich da im Flughafen irgendwie und habe mal geguckt, ja, wo sind die, wo ist Lolly, wo sind sie? Und irgendwann habe ich rausgeguckt und dann hast du über ein Rollfeld gesehen, wie ein Polizeiwagen kam und sie ihn dann rausgeholt haben. Er ist dann als allererstes in diese Maschine rein, ist in die letzte Reihe gesetzt worden, dann mit Handschellen unten am Stuhl an diesem Flugzeugsitz festgemacht. Und dann hat erst das Boarding begonnen. Und dann bin ich dann rein und habe mir überlegt, okay, wann ist jetzt ein guter Moment, dass man ihn mal anspricht? Spiegel TV. Sie haben in Deutschland ganz viele Rentner betrogen. Ich habe nichts getan. Sie haben denen es erspart. Nehmen Sie bitte das Handy weg. Ja, redet doch mit uns, das ist doch kein Problem. Haben Sie ein schlechtes Gewissen oder ist das wirklich... Es gibt ja auch so Sky Marshals, die nochmal einschreiten. Ja, also die Zielverhandler saßen natürlich neben ihm. Also er war da natürlich dann festgemacht, wirklich in der ganz letzten Reihe hinten links saß er mit einer Kapuze über. Und die Ermittler wussten das natürlich auch nicht, dass du da auf dem Flug warst oder doch? Ich glaube, sie werden ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ich glaube, so ganz, ganz unvorbereitet waren die nicht. Aber ich verstehe das richtig, dass Lolly die Zeit der Schockanrufe gar nicht mehr mitgemacht hat, richtig? Das stimmt. Lolly ist, ich glaube, er hat am Schluss 7 Jahre gekriegt. Er ist in Hamburg verurteilt worden. Er sitzt hier in Haft. Wir waren natürlich bei dem Prozess auch dabei und haben es weiterverfolgt. Und der ist dann auch eingefahren und weg. Und das hat natürlich eine neue Ära aufgemacht. Also das hat ja ein Vakuum sozusagen, als die schon gemerkt haben, okay, der wird da weggeschnappt. Ist wieder so ein Vakuum entstanden. Und dann haben sie überlegt, welche Familie geht da rein. Und im Hintergrund ist schon eine zweite Familie sehr groß geworden, die auch früher Teppichbetrug gemacht hat und mit diesem Enkeltrick dann auch Taten begangen hat. Das ist die Familie Gohmann, auch aus dem polnischen Posen, aber auch in viele von denen in Hamburg aufgewachsen, viele Klarmitglieder in ganz Deutschland, in Süddeutschland, in das NRW. Das sind die Neuen sozusagen dann gewesen. Das sind die Neuen. Ja. Und
Eigentlich hat der Clan von Hoss und von Lolly, das zumindest heißt es bei Ermittlern so, ist relativ geschickt gemacht. Die haben relativ früh gesehen, dass diese Machtübergabe irgendwann kommen wird und damit nicht ein anderer Clan dieses Feld übernimmt. Haben sie gesagt, okay, man sollte eigentlich, zumindest erzählen zu Ermittler, man sollte schauen, dass sich die zwei großen Clans, eben die Lakatosh und also Hoss und Lolly, bleibe ich jetzt mal dabei, dass die sich mit den Gomans verbünden. Und dann wurde eine Heirat arrangiert, so heißt es zumindest, mit dem Sohn eines neuen Clan-Oberhaupts und der Nichte von Hoss, also der Cousine von Lolly. Und so haben die es geschafft, zwei große Clans zusammenzuschließen. Ich sage ja, das ist wie in Mafiastreifen. Und haben eine neue Großfamilie herausgebracht. Und das sind die Gomans. Wurde da auch so groß gefeiert, wie du das schon mal geschildert hast? Ja, ja, das war riesig. Also wir haben da tolle, wir haben, glaube ich, 4 Stunden Hochzeitsfeiervideos. Da wurde mit einem Kran gedreht und alles. Da sind wirklich, da gibt es Aufnahmen, Champagnerflaschen, soweit das Auge reicht, Kaviar, Champagnerduschen. Der Kollege Leberger, Roman, hat später mal, glaube ich, mit dem Mann gesprochen in Polen, wo diese Feier ausgetragen wurde mit dem Vermieter. Es war halt so ein großes Anwesen. Und da hat er dann irgendwie gefragt, wie viel die eigentlich bezahlt haben. Und da hat er nur so gelacht und gesagt, ein Gentleman schweigt. Oh, das ist ein Gypsy-Zeremonie. How much money did they spend? I don't remember really how much, but I don't remember a lot. Did he say how he earns money? How he has so much money? Well, it's not nice to ask. Gentleman has the money. Sind auch nur mit Ferraris vorgefahren. Ich glaube, Babacik, der Bräutigam, ich glaube, der kam irgendwie mit seinem Lamborghini, wo ein Batman-Emblem vorne drauf ist und so. Es ist surreal, ja. Und das ist aber eben dieser neue Clan und die haben eben das weiterentwickelt. Ne? Die haben gemerkt, okay, dieser Enkeltrick natürlich, nachdem auch wir medial sehr groß drüber berichtet haben, dass Hoss und Lolly weg sind, haben die, glaube ich, irgendwann gemerkt, wie kann man es eigentlich weiterentwickeln, dass du noch erfolgreicher wärst. Und so haben die eben diesen Schockanruf sich ausgedacht, der eine Mischung aus falscher Polizisten und aggressivem Anruf eben ist. Ne? Ja. Wen sehen wir denn da unter dem neuen Schild? Da hängt ein Schild, die neuen, und darunter ist ein fast nackter Mann. Ja, genau. Also hier an unserer Tafel haben wir ja, ne, die, wir hatten, um das nochmal jeder, der es jetzt im Podcast nicht sehen kann, haben wir die Erfinder. Dort sieht man eben Hoss, dann den Nachfolger, Lolly, der neue Pate, und jetzt eben die neuen. Und das ist die Familie Gomann. Und da sieht man ja einmal Babac, das ist Christian Gomann. Der steht hier, ich glaube, das ist eine Versace, Badeshorts, oben ohne, braun gebrannt, Dom Perignon irgendwie in der Hand. Das ist wahrscheinlich irgendwo auf Ibiza, glaube ich, entstanden, das Foto. Und darunter sieht man zwei Leute, einmal Bronek Gomann, das ist sein Onkel. Und eben auf der anderen Seite ist sein Vater, das ist Iran nennt man ihn, der heißt richtig Robert Gomann. Und der steht hier neben Flavio Briatore im Übrigen, Ex-Formel-1-Manager. Und das Foto von Iran, da trägt er hier auch Versace, dicke goldene Rolex. Und eben Flavio neben ihm, das ist im Billionaires Club, ich glaube in Sizilien. Das ist dieser Club, den Flavio hat, wo nur die ganzen Millionäre sich treffen. Weiß der denn, mit wem er da gemeinsam posiert? Man muss dazu sagen, ich weiß es natürlich nicht, ob er es weiß, ich glaube es aber nicht. Die Quelle, von der wir das Foto haben, hat gesagt, dass Iran nach einem Foto gebeten hat. Also es ist jetzt nicht so, dass Flavio mit dem, glaube ich, die ganze Zeit da abhängt. Okay, Ich glaube nicht, dass er wirklich weiß, woher der sein Geld hat. Aber, muss man ganz klar sagen, Iran, das ist der neue, das ist im Grunde der neue Hoss. Das ist der neue Boss. Warum Sie nicht aufhören damit? Können Sie uns das einmal sagen? Weil ich sowas nicht tue. Sie wollen den neuen Obermann. Ich habe gesagt, gehen Sie weg! Verstehen Sie nicht? Und der Mann, der hier oben ohne ist, der Babac, das ist sowas wie der neue Lolly. Das ist so, also die haben im Grunde genau das gleiche Prinzip weitergegeben, damit es eben im Clan bleibt. Und Iran gilt heute bei Ermittlern, jeder kennt den Namen. Jeder, ich glaube, viele Länder, ehrlicherweise, würden ihn gerne dingfest machen. Aber es ist sehr schwer, ihm was nachzuweisen, weil er eben, ja, er ist dieser Mann ganz oben. Er ist aber zumindest meines Wissens nach noch nicht irgendwo groß auf Telefonüberwachung drauf gewesen. Im Gegensatz zu seinem Sohn, Babac, der ist, gilt auch als exzellenter Keiler. Wie schaffen denn die Ermittlungsbehörden überhaupt
denen näher zu kommen? Also kann man die Telefone überwachen zum Beispiel, weil man gar nicht weiß, welche Telefone man überwachen soll? Genau, das ist natürlich echt schwer. Ne? Also deshalb sind die auch, glaube ich, so, muss man ganz klar sagen, ja so lange so erfolgreich gewesen. Weil natürlich das auch eine riesen Dunkelziffer gibt, weil die Scham sehr groß ist. Viele Opfer zeigen es nicht an. Und wenn kommen wir auch noch zu? Ja. Wir haben auch wirklich Fälle, da gehen Leute zur Polizei und sagen, hier, bei mir, ich wurde da angerufen und da sagen die Leute, die Polizisten teilweise, was natürlich fatal ist, aber die sagen, brauchen sie gar nicht anzeigen, wir finden die eh nie. Mhm. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass die keine Spuren hinterlassen, die Handys werden weggeworfen und das macht es sehr schwer. Allerdings, wir kannten diese Leute, die hier auf der Tafel sind, zum Großteil. Wir wussten immer, dass damals Hoss Lolli, Babac und Iran, dass die ja, den norddeutschen, süddeutschen, westdeutschen, mitteldeutschen Raum übernommen haben. Und das wussten wir im Grunde dadurch, dass wir immer wieder von Opfern gehört haben, wenn du die Zeitung aufschlägst oder Polizeinachrichten dir anguckst, da gibt es wirklich jeden Tag gibt's Anzeigen zuhauf. Was wir nie gewusst haben, ist, wer eigentlich hinter dem ganzen süddeutschen Raum steht. Wer betreut den eigentlich aus Polen? Da muss ja auch irgendwie ein großer Mann hinterstecken. Das sind so Gebiete, die aufgeteilt sind. Es sind aufgeteilte Gebiete, ja. Es ist Arbeitsteilung per excellence. Und im letzten Jahr ist es den Ermittlern aus Mannheim und Heidelberg, den Polizisten, gelungen, die Arbeitshandys von Logistikern und Abholern abzuhören. Also wir werden nicht sagen, wie sie darauf gekommen sind. Sie haben es aber geschafft, eine relativ hohe Figur aus Polen ausfindig zu machen, zu identifizieren und haben dann geschaut, wo ruft denn der eigentlich an und sind da natürlich dann auf Nummern gekommen und haben da mal mitgehört. Und da ist da haben die einen Einblick gewonnen, den so, glaube ich, noch wirklich noch nie gab. Also wir haben normalerweise immer Anrufe von Tätern zu Opfern gehabt und haben gehört, wie die in die Mangel nehmen und wie die das Geld erpressen. Und jetzt hast du wirklich über Monate mal die Kommunikation aus Polen von den Leuten ganz oben gehabt, die eben Logistiker und dann Logistikerabholer anrufen und denen wirklich erklären, wo geht's hin, mit wem, wer könnten mögliche Opfer sein. Das sind total spannende Einblicke, die wir noch nie so gesehen haben, weil sie dir natürlich die Struktur total nahe bringen. Und was kann man da raushören aus den Telefonaten? Es ist zum Beispiel jetzt nicht so, wie man sich das ja vorstellt, dass aus Polen wird angerufen und du gehst jetzt als Abholer nach Nordrhein-Westfalen nach Bochum und holst jetzt da das Geld ab. Sondern es ist schon so, dass die sehr miteinander diskutieren, dass der Abholer, obwohl der in der untersten Riege steht, auch Mitspracherecht hat. Und da kriegst du auch mal diese Größenordnung überhaupt mit. Also da gibt es zum Beispiel Gespräche, da sagt der Logistiker, wir haben einen Fall, da können wir 2.000-3.000 Euro machen. Und dann sagt der Abholer, für 2.000-3.000 Euro fahre ich da nicht hin. Und dann ruft der 2 Stunden später der Logistiker wieder an und sagt, okay, da gibt es auch noch Goldmünzen. Was sollen wir machen? Mannheim ist ja nur 20 Minuten von Heidelberg mit dem Auto entfernt. Sollen wir Mannheim oder Heidelberg machen? Wir machen sowieso den Umkreis von Mannheim. Ganz schnell, was sich eben besser anhört. Aber ich würde sagen, wir machen auch noch Bad Dürkheim. Es gibt Goldmünzen, ungefähr 11.000 bis 12.000 Euro wert. Ist doch gut, oder? Da merkst du, okay, die bringen sozusagen ihre Clan-Mitglieder, die vor Ort sind, schon mal in Position und versuchen dann Umkreise zu machen. Und da geht's dann, da werden dann wirklich Unsummen innerhalb von kürzester Zeit abgeholt. Und was eben auch interessant ist, die werden echt geschult. Also die werden von oben, von den denkenden Köpfen bis nach unten durchgegeben, eben Legenden, die zu den Anrufen bei den Opfern passen. Also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wie es wirklich abläuft. Wir haben zum Beispiel hier einen Fall mit einem 14-jährigen Abholer. Da geht es um Schockanruf auch. Da geht es um Schockanruf, genau. Das ist Sidan-Spitzname, Michael F. Der wird von einem Logistiker aus Polen angerufen und dem wird gesagt, pass auf, im süddeutschen Raum, da gibt es jetzt bald ein Opfer und da fährst du hin. Und dann wird ihm eine ganze Vita mitgegeben. Es ist alles gut. Ich laufe jetzt zur Hausnummer 27. Okay, aber die Frau, denn mein Name ist Bachmann, ich habe weiter weggeparkt und mir wurde gesagt, wie ihr Haus. Okay, nein, muss halt, mein Name ist Bachmann, sind Sie die Frau? Bin ich richtig, okay. Ich muss mich beeilen, weil wir haben nicht mehr lange Zeit. Wie heiße ich nochmal? Bachnauer? Bachmann. Bachmann. Währenddessen nämlich dieser Logistiker mit Michael telefoniert, von dem wir die Telefonüberwachung hören, hören wir im Hintergrund, dass der Logistiker gleichzeitig immer noch mit dem Opfer telefoniert und das über Stunden am Telefon hält. Also das sage ich nochmal ganz klar, diese ganzen Anrufe funktionieren
Täter-Opfer so, dass die Opfer fast nie vom Telefon weggelassen werden. Wir werden das später in einer anderen Folge nochmal sprechen. Aber die halten dich permanent am Telefon. Und dieses Gespräch hörst du im Hintergrund bei der Abhörmaßnahme. Damit man auf keinen Fall auf andere Gedanken kommt. Genau, damit du nicht irgendwo anrufen kannst, damit du nicht die Polizei anrufen kannst. Oder möglicherweise deine Tochter oder den Mann. Aber habe ich das richtig verstanden, dass der Junge 14 Jahre alt ist? Ja. Und der holt irgendwo Geld ab? Ja, genau. Wie macht der das? Was hat der für eine Legende? Weil, also jetzt, ich stelle mir vor, die Legende ist, da kommt jemand vom Amtsgericht oder so. Oder von der, ne? Du hörst halt auf diesem Anrufen, wie der die Legende aufbaut, dass Michael nennen wir ihn mal Sidan hier, dass Sidan ein Fahrer eines Geldtransports, von einem Geldtransportfirma in Stuttgart ist. Mhm. Und währenddessen sozusagen du im Hintergrund hörst, wie der Logistiker mit dem Opfer redet und sagt, hören Sie, gleich, ne, der Logistiker ist jetzt ein Staatsanwalt und sagt, für die Kaution, die Sie für Ihre Tochter zahlen müssen, kommt gleich ein Geldtransportfahrer, der weist sich aus, geben Sie niemand anderem das Geld. Geben Sie nur Herr Bachmann das Geld. Mhm. Und dann hörst du, wie er gleichzeitig wieder mit Sidan redet und sagt, pass auf, du fährst da jetzt hin, das ist die Hausnummer 23 und du bist Herr Bachmann. Und dann kommt es teilweise zu surrealen Szenen. Also Sidan zum Beispiel vergisst dann den Namen und sagt, ja, okay, ich bin Herr Bachnauer. Und dann hörst du natürlich, wie der Logistiker schreit, nein, Bachmann, Bachmann. Und was da auch interessant ist, ist, dass die in Genres switchen. Also der redet in einem Slang wirklich romanesk, dann mal wieder deutsch mit Sidan und switcht im Hintergrund, wenn er mit dem Opfer redet, wieder sofort in ein ganz klares, juristisches Deutsch, wo du nicht merken würdest, dass es die gleiche Person ist. Und er bleibt auch wirklich, bis Sidan dann da ist, am Telefon. Sidan ist dann mit einem Taxi hingefahren, hat sich dann zwei Straßen weiter raussetzen lassen. Das Taxi hat gewartet. Er ist hingegangen. Der Logistiker erzählt am Telefon seinem Opfer, hören Sie, der kommt gleich. Gleichzeitig er sagte zu Sidan, pass auf, sag ihr, du hast den Wertetransporter um die Ecke geparkt, weil du keinen anderen Parkplatz gekriegt hast. Und dann hört man sozusagen bei dieser Polizeiüberwachung im Hintergrund, wie dann Sidan ankommt und sagt, hallo, ich bin Herr Bachmann, Auto steht weiter weg. Er nimmt das Geld mit. Aber das sieht man doch vielleicht, dass der gar nicht Auto fahren kann oder darf. Ich glaube, am Ende des Tages bist du, deshalb heißt das Ding ja Schockanruf, du bist halt immer noch so eingelullt. Also es ist auch so, dass Opfer uns am Schluss erzählt haben, dass sie teilweise auch froh waren, irgendwann das Geld abzugeben, weil der Druck so hoch ist, unter dem sie da ausgesetzt sind. Da dass guckst sie irgendwann du gar nicht noch, mehr hin, wer dann da kommt. Sind dann, also Großteil der Leute waren am Schluss wirklich froh, einfach, dass es jetzt weg ist und dass sie jetzt irgendwie ihren Angehörigen wiederkriegen. Sie wollen ja, dauert ja über Stunden, die müssen erstmal Geld klar machen. 30.000 kriegst du ja auch nicht so. Dann gehen die zur Bank, nehmen aber die ganze Zeit ihr Handy mit, haben die ganze Zeit diesen Druck auf dem Ohr, um das abzuholen. Und Sidan ist dann, glaube ich, er ist dann ins Taxi gestiegen und dann hat die Polizei natürlich zugeschnappt und hat ihn weggenommen. Und es gibt dann weitere Anrufe, wo dann der Logistiker die Familie von Sidan anruft und sagt, sie haben ihn gekriegt. Und darauf gehen sie, glaube ich, da fällt irgendwann der Verdacht, dass der Taxifahrer ihn möglicherweise verraten hat. Weil Sidan, du hast ja recht, Sidan kann ja kein Auto fahren, der ist 14. Der wird auch nicht da die Gefahr eingehen, da von der Polizei geschnappt zu werden, wenn er mit dem Karren rumfährt. Und da suchen die dann natürlich auch, sie sagen, wie konnte man, die haben überhaupt nicht mitgekriegt, dass sie überwacht werden. Und dann haben sie gedacht, okay, der Taxifahrer, ich glaube, da ging es dann auch um irgendwelche ethnischen Hintergründe noch, da hieß es dann, der Araber hätte oder so, wo du auch merkst, wie die ticken, also die ticken auch in totalen Stereotypen. Hat die Polizei denn rausgefunden, wer das Ganze im Süden koordiniert? Ja, also das war schon super spannend, diese ganzen Überwachungen mitzuhören. Da hat sich herauskristallisiert, dass die Ermittler jemanden haben, der sich Baran nennt. Baran scheint der Strippenzieher, der Orchestrierer für alle Taten, die im Süden abfangen konnten, zu sein. Und sozusagen der Boss von Süddeutschland. Und ist es gelungen, die sogenannten Arbeitshandys zu überwachen, abzuhören. Das sind ständig wechselnde Telefone, die ausschließlich für eine Tat verwendet werden. Wir wissen, dass es sich im Kern um eine polnische Großfamilie handelt. Und wir gehen davon aus, dass es sich bei einem mutmaßlichen Bandenchef um eine Person handelt, die sich Baran nennt. Der Onkel von dem neuen, sozusagen von dem neuen Lolli, von Babac, der wird auf diesen ganzen Telefonaten immer nur Onkel Baran genannt. Er hat den Hintergrund, dass der wahrscheinlich wirklich von vielen der Onkel ist. Okay. Also der ist natürlich, der ist dadurch, dass der in der Struktur sehr weit oben ist, das ist der Bruder vom Chef, da
Dadurch ist das natürlich der Onkel. Aber man muss eben sagen, in dieser Clan-Struktur ist der auch einfach wirklich von vielen auch gebürtig der Onkel. Und der orchestriert, nach dem, was wir so recherchieren konnten, auch nach den Insider-Informationen, orchestriert wirklich die komplette Arbeit, die im Süden passiert und dann aber auch wirklich Richtung Österreich, Richtung Schweiz. Der sitzt auch in Posen, in Polen, sowieso ein Ort, wo die ganze oder ein Großteil der Familie Gohmann sitzt. Ja, und den haben wir irgendwann dann natürlich auch mal, da haben wir herausgefunden, wo der wohnt, haben natürlich auch mal... Wie habt ihr das gemacht? Wir haben Informantenschutz in Deutschland. Man muss natürlich ganz klar sagen, wir recherchieren da halt einfach schon seit einem Jahrzehnt dran. Mhm. Und da kennst du natürlich irgendwann auch gewisse Leute, die ein gewisses Interesse haben. Das ist ja immer so, man muss sich das klar machen. Natürlich erzählt uns niemand irgendwas, weil er da groß Lust drauf hat, sondern die haben natürlich gerade in diesen Clan-Strukturen erzählt dir immer ein Feind, am liebsten was über seinen Feind. Wir haben dann die Adresse bekommen und sind dann nach Polen gefahren und wollten eben Bronek Gohmann mal befragen, ob er denn wirklich derjenige ist und wirklich auch ja, zu den Vorwürfen gegen ihn. Und haben dann festgestellt, an diesem Haus, an dieser Villa, da stand eben ein großes Schild dran, da stand Dr. Goran Trivic drauf, Gynäkologe. Da haben wir erstmal gedacht, wir sind falsch, haben die Nachbarn gefragt, die haben auch erstmal gesagt, naja, er ist ein unscheinbarer Typ irgendwie, ist nicht richtig viel los. Sie haben schon gesagt, da möglicherweise arbeitet der schon gar nicht mehr, weil da nicht viel Bewegung im Haus ist. Und dann sind wir erstmal weg und haben nochmal unsere Informanten angespitzt. Dann haben wir herausgefunden, es gab vor wenigen Monaten einen europäischen Haftbefehl eben ausgestellt von den Mannheimern, von den Ermittlern in Mannheim und Heidelberg. Mhm. Weil sie ja eben gesagt haben, hey, wir haben eigentlich diesen Kopf hinter der Gruppe, die hier diese Straftaten macht. Und da ist die polnische Polizei, bei Bronek Gohmann, bei Baran eben ins Haus rein und haben da durchsucht. Sie haben ihn dann 2 Tage festgesetzt, haben ihn dann wieder laufen lassen. Aber bei dieser Durchsuchung wurde ebenfalls ein Führerschein und eine ID gefunden, kroatisch war das, glaube ich, wo ebenfalls Goran Trivic drauf stand. Und dann haben wir natürlich weiter recherchiert und konnten relativ schnell klar machen, dass das eine falsche Identität ist, unter der er da lebt. Die Ermittler hier in Deutschland kannten diesen Goran Trivic noch nicht. Wir haben dann mal versucht herauszufinden, warum der das denn macht eigentlich, warum ist der, heißt der da Goran Trivic. Der Hintergrund ist, der ist nirgendwo, also Baran, Bronek Gohmann, ist nirgendwo in Polen gemeldet. Also den gibt es da eigentlich überhaupt nicht. Der lebt aber natürlich trotzdem da. Und der Hintergrund ist, die machen natürlich extrem viel Kohle. Und wie es bei Betrügereien immer so ist, wenn du sehr, sehr viel Geld machst, musst du irgendwann einem Staat erklären, genau, wo kommt das Geld her. Mhm. Und Geldwäsche ist natürlich immer ein leichtes in Immobilien zu stecken. Und das natürlich mit einer falschen Identität zu tun, ist natürlich besonders schlau, weil wenn sie dir irgendwann mal auf die Schliche kommen, können sie dir dann sozusagen das Haus nicht wegnehmen, weil das gehört dir ja gar nicht. Oft ist es so, dass diese Gangster das auf ihre Frauen zum Beispiel überschreiben, also ist auch in dem Gohmann-Clan sehr oft so, dass die Frauen, dass den Frauen alles gehört und sie sagen, ich bin ja arm wie eine Kirchenmaus. Ne? Und bei Bronek Gohmann ist es genauso. Wir haben ihn dann natürlich, ich habe ihn dann auch zu gefragt. Onkel Baran, Herr Gohmann, wir sind von Spiegel TV aus Deutschland. Wir wollten mal fragen, warum betrügen Sie so viele deutsche Leute? Haben Sie gar kein schlechtes Gewissen? Die Leute, ich meine, das ist doch ein perfides Moment zu sagen, irgendwie jemand hat jemand totgefahren, Ihr Kind ist hier. Jetzt, wenn ich sage, das stimmt nicht, glauben Sie mir nicht. Also hat das keinen Sinn. Ich habe nichts gemacht. Und dass Sie auf Telefonüberwachung drauf sind, dass man die Polizei... Das stimmt überhaupt gar nicht, das bin ich gar nicht. Woher kommt das Geld für das Auto jetzt? Was ist das? Das ist von meinem Vater, das Auto. Habe ich geerbt. Und jetzt? Haus gehört mir nicht. Und tschüss. Iran? Und tschüss. Ich frage ihn dann am Schluss nochmal ganz klar, hey, es gibt einen europäischen Haftbefehl dieses Jahr. Und da sagt er, nee, ich mache sowas nicht mehr. Ich bin ruhig, ich bin ganz ruhiger. Und das Geld vom Babac, wie hat Babac sich so ein Ferrari leisten können? Und die Adresse? Wieso fragen Sie uns? Idiot! Ich bin ein alter Mann schon, ich mach nichts. Aber es gab einen Europol-Haftbefehl dieses Jahr. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Täter gesprochen. Den Opfern geht es ja wahrscheinlich richtig schlecht mit solchen Schockanrufen. Die schämen sich wahrscheinlich auch im Grund und Boden. Und ich vermute mal, dass es nicht so leicht ist, mit Opfern zu sprechen. Dir ist es aber gelungen, ein prominentes Opfer zu interviewen. Wie ist dir das gelungen? Das war ehrlicherweise ein totaler Zufall. Also ich habe mehrere Opfer interviewt und da ist die Scham sehr hoch oft. Die haben oft auch Angst, dass die Täter wiederkommen. Sprechen wir später mal drüber, das ist totaler Quatsch. Die haben gar keine Zeit, zu dir zu kommen. Später nochmal.
Aber da gibt es eben fast immer nur Opfer, die sich verdeckt drehen lassen. Und das war so, dass der Kollege Adrian Basil Müller mich während meiner Recherche, wo ich schon fast im Schnitt war, angerufen hat und gesagt hat, du, da ist der ehemalige Justizminister von Hannover, der ist Kriminologe und dem ist das auch passiert und der hat das öffentlich gemacht. Und das war natürlich so ein Moment, wo du gedacht hast, wow, warte mal, ein Kriminologe, weil natürlich haben wir alle mitunter das Gefühl, dass wenn uns so einer anruft, wir würden es sofort verstehen. Mhm. Und um mal zu zeigen, das war natürlich ein doppeltes Glück, um zu zeigen, dass es wirklich jeden treffen kann, war dieser Fall besonders. Der wird in der nächsten Folge unser Gast sein. Es ist eben der ehemalige Justizminister, gleichzeitig Kriminologe, Professor an der Uni. Und selbst der ist auf die Jungs reingefallen. Es war so perfekt. Und vor allem, mein normaler Verstand war nicht agierend in dem Sinne, dass ich als Kriminologe so eine Story betrachte. Ich war völlig emotional blockiert durch das Entsetzen darüber, dass unserer Tochter sowas passiert ist, was ihr Leben zerstört. Ich bin sehr gespannt, was er dazu erzählt und warum er überhaupt darauf eingegangen ist, weil der ist ja mit allen Wassern gewaschen, nehme ich mal an. Absolut. Das ist ein spannender Gast, das wird eine gute Folge, weiß ich jetzt schon. Gut, das wird eine neue Folge und dann werden wir uns den Opfern widmen, dieser Verbrechen. Und bis dahin stoppe ich die Aufnahme.